Bei allen Unternehmern, die heute hier sind, könnt ihr einen Schnuppertag absolvieren. Eine Bewerbung dazu könnt ihr auf unserer Homepage nextsteplehre.at digital absenden. Am besten gleich noch ein schönes, kurzes, knackiges Video dazu. Warum? Weil heutzutage die klassische Bewerbungsmappe nicht mehr wirklich in Frage ist. Dazu möchte ich jetzt aber gleich am Anfang mit Yvonne Zotter von lehre.info sprechen. Sie ist Profi, wenn es um Bewerbungen geht. Ich frage mal kurz in die Regie, ist Yvonne Zotter schon zu mir durchgeschaltet via Zoom? Ja, einen schönen guten Morgen. Hallo Yvonne, schön, dass du Zeit Morgen. Hast für uns. Morgen, hallo Bianca. Herzliches Willkommen auch von meiner Seite in die Runde. Freut mich sehr, dass ich eingeladen wurde zu dieser Lehrlingsmesse. Und ja, schöne Grüße nach Vorarlberg. Vielen Dank. Du Yvonne, was sind denn die wichtigsten Grundlagen für eine Bewerbung? Auf was kommt es an? Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch einmal für eine passende Lehrstelle in eurem Wunschunternehmen entschieden habt, dass ihr euch das Inserat genauestens anschaut, weil das ist wirklich das A und O, um die Bewerbungsunterlagen wie gewünscht vorzubereiten. Prüft am besten, welche Anforderungen stehen im Inserat. Eventuell könnt ihr im Bewerbungsschreiben dann darauf Bezug nehmen. Ebenso wichtig ist es zu schauen, welche Unterlagen sind gewünscht und dürfen im Anhang eures Anschreibens auf jeden Fall nicht fehlen. Zum Beispiel je nach Ausbildung kann es eventuell sein, dass Meldezettel oder Sozialversicherungsnummer verlangt werden. Ja? Und eventuell ist eine Bewerbungsfrist vermerkt, die nicht überschritten werden darf. Also nichts ist ärgerlicher, als wenn eure Bewerbung zu spät eingeht. Also das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Grundlagen für eine richtige Bewerbung. Also das Inserat, das Stellenangebot auf jeden Fall ganz genau durchlesen, damit man keine Frist verpasst. Genau. Gibt es überhaupt noch diese klassischen Bewerbungsflügelmappen? Sieht man die noch gerne in Unternehmen oder geht wirklich alles nur noch digital? Also der Trend geht auf jeden Fall ins Digitale. Wir sind im digitalen Zeitalter angelangt und deswegen sind auch die Bewerbungsunterlagen in der Regel digital. Auch hier bitte achtet im Inserat darauf. Da steht prinzipiell, wie möchte das Unternehmen die Bewerbung erhalten. Ja, also immer das Inserat genauestens lesen, das ist wirklich die wichtigste Grundlage für die komplette Bewerbung. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass eben, wie gesagt, schon die Unternehmen die digitale Bewerbung bevorzugen. Einerseits per E-Mail, aber auf der anderen Seite kommt immer mehr der Trend hervor, die Bewerbung mittels Bewerbungsformular. Zum Bewerbungsformular gelangt man in der Regel im Stelleninserat, gibt meistens einen Jetzt bewerben-Button, da klickt man drauf und wird auf ein Formular weitergeleitet, das ich eben dann entsprechend den Wünschen des Unternehmens ausfüllen muss. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, seid ihr dann zu einem Interview eingeladen in eurem Wunschunternehmen, eventuell auch noch eine Bewerbungsmappe mitzubringen. Ja? Das zeigt auf jeden Fall euer Engagement und hinterlässt einen positiven Eindruck. Mhm. Und falls ihr euch nicht sicher seid, weil Angaben im Inserat fehlen, wie ich mich zu bewerben habe, ruft einfach an, Fragen kostet nichts. Mhm. Du sagst es, Fragen kostet nichts. Ich persönlich habe auch schon einige Bewerbungsgespräche geführt bei mir im Unternehmen. Ich habe es auch immer gern, wenn man eine Mappe oder Unterlagen mitbringt. Ich persönlich bin auch ein haptischer Mensch. Also wenn die Bewerbung online reintrudelt, freue ich mich dann doch immer, wenn ich was in der Hand habe und draufschauen kann. Was sind denn für dich? Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Genau. Was sind denn für dich oder was hast du für Erfahrungen? Was sind denn die häufigsten Fehler, die man macht beim Bewerbungsschreiben? Also in der Tat sind das wirklich die ganz klassischen Flüchtigkeitsfehler, die man bei einer Bewerbung machen kann. Ich kann euch hier auch nur empfehlen, prüft bitte ganz genau den Lebenslauf und das Bewerbungsanschreiben nach Rechtschreibung, nach Grammatik und am besten bittet jemanden in eurem Umfeld, eure Unterlagen Korrektur zu lesen. Und gerade wenn man eventuell mehrere Bewerbungen versendet, ist man wirklich dazu verleitet, dass man das Anschreiben kopiert, weil es einfach der einfachere Schritt ist. Das birgt allerdings die Gefahr, dass ihr euch zum Beispiel als Floristin in einer Bank bewirbt. Nichts peinlicher als das und auch da kann ich euch empfehlen, wirklich jedes Anschreiben neu aufzusetzen.
Und zu guter Letzt versichert euch, ob auch wirklich alle Bewerbungsunterlagen im Anhang enthalten sind. Das, dann kann auf jeden Fall nicht schiefgehen. Es geht aber nicht nur um den Text und den Inhalt, sondern auch das Foto ist ausschlaggebend, oder, bei einer Bewerbung. Genau. Wie soll denn das perfekte Bewerbungsfoto ausschauen? Wir sehen ja oft Fotos mit dem Selfie-Stick gemacht oder irgendwo auf dem Berg. Was will der Unternehmer sehen? Es muss auf jeden Fall professionell sein. Ja? Also ich brauche jetzt dazu nicht unbedingt einen Fotografen, aber das Outfit muss professionell sein und es soll nicht einfach ein Schnappschuss werden. Ja? Achtet hier grundsätzlich auf einen natürlichen Look. Hier gilt auf jeden Fall, weniger ist mehr. Möchtet ihr euch zum Beispiel in einer Bank oder in einer Versicherung oder als in einer Lehre in einem Büro bewerben, dann würde ich auf jeden Fall den klassischen Style bevorzugen für euer Outfit. Das bedeutet für die Jungs, ganz klassisch Blazer mit Hemd und Krawatte und für die Mädels Blazer mit einer Bluse. Entscheidet ihr euch beispielsweise für einen Beruf im handwerklichen Bereich, im IT-Bereich oder für eine Lehre am Bau oder im kreativen Bereich sogar, dann könnt ihr eventuell auch beim Foto den Blazer weglassen. Aber achtet auch hier wirklich darauf, ein schönes Hemd, eine schöne Bluse und wichtig sind auch gedeckte Farben. Und mit einem leichten Lächeln auf den Lippen könntet ihr auf jeden Fall dann auch punkten. Also Urlaubsfotos sind definitiv das Falsche, das höre ich hier schon raus. Ja, jetzt sind wir schon etwas schlauer und haben schon sehr viele Infos von dir erhalten. Vielen Dank dafür, Yvonne. Eine abschließende Frage noch. Wie schaffe ich es, dass genau meine Bewerbung unter Hunderten heraussticht? Ja, damit genau eure Bewerbung unter Hunderten heraussticht, würde ich euch empfehlen, dass ihr im Bewerbungsschreiben Bezug auf das Unternehmen nehmt. Ja? Eventuell auch noch ein, zwei Sätze der persönlichen Motivation sollte das Schreiben enthalten. Warum möchte ich mich ausgerechnet für diese Lehre in diesem Unternehmen entscheiden? Also das hören Unternehmen definitiv sehr, sehr gern. Beim Lebenslauf könnt ihr euch auf jeden Fall auch von der Konkurrenz abheben, indem ihr ein cooles, aber übersichtliches Layout verwendet. Gut strukturiert sollte der Lebenslauf sein, mit dezenten Farben und auf jeden Fall einer einheitlichen Schrift. Was auch im Lebenslauf enthalten sein sollte, falls ihr bereits ein Praktikum oder eine Schnupperlehre getätigt habt, das würde ich auf jeden Fall definitiv aufnehmen. Ebenso machen Angaben wie Hobbys, die eventuell zum Beruf passen, oder ehrenamtliche Tätigkeiten sich im Lebenslauf immer gut. Und ja, mehr Tipps und Tricks dazu, wie ihr bei Bewerbungsschreiben oder beim Lebenslauf rausstechen könnt und wie ihr das professionell machen könnt, das findet ihr auf jeden Fall auch auf www.lehrberuf.info. Da sind alle Informationen zusammengefasst. Ja, vielen Dank, Yvonne Zotter, für diese vielen und interessanten Eindrücke und Tipps sehr gerne rund ums Bewerben. Vielen Dank und liebe Grüße aus Vorarlberg. Ich danke dir, schöne Grüße aus Wien. Tschüss. Ciao. Ja, wenn ihr noch überhaupt nicht wisst, für welches Unternehmen ihr euch denn gerne bewerben möchtet, dann noch ein kleiner Tipp. Auf der Homepage nextsteplehre.at gibt es einen Button Berufstest. Hier könnt ihr innerhalb von 3 Minuten einige Fragen beantworten und am Ende wirft's euch vor oder schlagt's euch vor, welcher Job oder welches Unternehmen denn für euch das Richtige wäre. Ich habe es selbst ausprobiert. Es ist wirklich spannend, was rauskommt. Also probiert es auf jeden Fall.